Ja, grüßt euch zum neuen Video. Wir haben hier im Laden, im Schäfer. Die Reifenschraube ist vorne dran. Da habe ich hier draußen geparkt, weil ich braucht schweißen. Der Zylinder ist nämlich undicht und saut mit Öl. Und da habe ich jetzt gerade mal den Rost weggeschliffen. Und da stecken wir jetzt halt mal die Schläuche an, damit ich weiß, wo das Öl rauskommt, dass wir da wieder zuschweißen können. Ich hoffe mal, dass die Schaufel schon noch ein paar Jahre geht. Aber ich wollte es eigentlich gar nicht kaufen. Aber ich denke 5 Jahre maximal, dann glaube ich ist die fertig. Weil die Zylinder sind das erste Mal geschossen, ich zeige euch das gleich. Wir stecken jetzt dann gleich mal die Schläuche an. Wenn man hier den Zylinder anschaut, hier unten habe ich schon ein paar Mal geschorst. Und irgendwo hier oben jetzt wieder raussauen, habe ich jetzt gerade schon mal den Rost weggeschliffen. Dann schauen wir jetzt gleich mal, was rauskommt, das Öl. Und dann können wir wieder zuschweißen. Also prinzipiell sind die Zylinder echt top, weil hier oben kommt eigentlich kein Öl nicht raus. Oder kommt es jetzt mittlerweile hier oben auch raus? Nein, eigentlich nicht. Dann hier noch top dicht. Gut, hier ist so ein bisschen Öl. Meine Schaufel ist auch schon über 20 Jahre alt. Und hat schon die eine oder andere Tonne bewegt. Aber dafür muss man sagen, ist die eigentlich... Naja, also die Zylinder sind eigentlich gut. Oder die Bolzen, muss ich sagen. Die haben noch kein Spiel oder so, oder ein Eingelaufen. Das ist echt top. Aber der Rest ist eigentlich scheiße an dieser Schaufel. Schürfel hast du einmal neu geschossen. Die sind noch ziemlich neu. Da ist also nicht recht viel da. Wenn halt die Schaufel komplett fertig ist, dann kommt halt die weg. Weil das ist das Wertvollste an der da. Drin der doppelte Boden fällt bald raus. Muss man schauen, entweder flexe ich den jetzt einmal raus. Oder weil hier hinten von da bis da ist ein doppelter Boden drin. Den werde ich wahrscheinlich mal rausflexen. Ne? Weil unten ist er sowieso schon überall locker. Ich werde bloß nach oben flexen mal. Dass da erst nicht der Dreck so hinten hält. Dass das Eis nicht immer zum Futter mit reinkommt. Genau, hier drin haben wir schon ein paar Mal geschworst. Hier in der Mitte. Und da ist schon eine Verstrebung rein. Weil es da ein paar Mal gerissen ist. Dann links und rechts haben wir schon ein paar Mal festgeschweißt hier. Da war es da schon mal komplett aufgerissen ist, dann ist der Boden nachgehängt. Und drüben dasselbe. Also hier schon viel Schweiß gerückt, die Schaufel. Mehr die Zinken sind auch schon kürzer geworden und verbogen und alles. Ich hoffe mal, dass es noch 5 Jahre so hebt. Und dann gibt es mal ein Ei. Aber nicht mehr vom Stoll. Sondern irgendeine andere Marke. Ich habe schon gesehen, die wohl den Boden so gewölbt haben. Ich denke, dass die ein bisschen stabiler haben vom Boden her. Weil bei der, glaube ich, fällt der Boden ab halt durch. Dick ist der nimmer, glaube ich. Gut, ich stecke mal an. Und dann nehmen wir mal Druck drauf und schauen, wo das Öl rauskommt. Habe ich einfach zwei Schläuche. Ganz normal Hydraulikstecker finde ich eigentlich ganz praktisch, weil dann kommen wir mal beim Laden einen Kipper oder so auf, kippt man. Oder die Schaufel theoretisch mit der Hydraulik vom Bullock aufmachen. Dann habe ich hier einen blauen Kabelbinder und einen schwarzen und dann sehe ich das, wo das reingehört. Davor haben wir mal einen Schnellkuppler gehabt, aber seitdem wir die Lade haben, haben wir die eigentlich nicht mehr. Weil das so auch schnell geht. Dann nehmen wir mal Druck drauf. Schauen, ob man irgendwas sieht. Ah, hier unten, wo es geschweißt ist, da kommt es raus. Dann schweißen wir da wieder drüber. Hier oben werde ich noch entrosten. Entfetten und dann wieder ein bisschen Farbe drüber. Hier oben habe ich das schon mal gemacht. Lebt die Farbe noch. Das Problem ist, dass hier unten das Futter drin bleibt. Weil es halt rechts und links nicht rauskommt, unten ist auch zugeschweißt. Als Verstrebung halt.
Aber das Futter kommt auch nicht raus. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Jetzt ist der Konstantin, weil ich das rausgerammt habe, weil das Öl wieder rausgelaufen ist. Aber sonst sitzen wir gerne da hinten drin. Weil die Rüben haben wir auch schon überall geschweißt. Ölaufnahme fest und so. Ist ja irgendwann alt genug. Gut. Dann stöpsel ich mal wieder ab und schweiß das hier zu. Müssen wir merken, wo das Loch ist. Dann mache ich das einmal. Ja, die Greifschaufel habe ich jetzt geschweißt. Die müssen jetzt wieder dicht sein, zumindest das erste Mal wieder dicht. Und ein bisschen Farbe habe ich drauf, damit es nicht so rostet wieder. Und jetzt habe ich Kalbitier im Erd gemischt. Und ich bin jetzt einmal mental mit der Schaufel. Weil mit dem Schäfer sind wir so oft auf und absteigen, so hoch und auf. Das kann ich mental erschienen, Manni. Dann schauen wir, ob das geht. Machen wir hier auf links. Ein bisschen auf. Mais brauche ich nicht, das ist mir nicht so gut, wenn der Mais drin ist. Ich will mal schaufeln, dann ein bisschen verräumen, dann ein bisschen mehr Gas, damit das weiter wirft. Der war jetzt schon nicht besser, der weiter wirft. Ne? Das geht ja so an. Ich verlange das mal, ich hole Schaufel. Ja, der 7710 ist wieder da von der Werkstatt. Ich habe auch das Fass schon angehängt. Wie man sieht. Und ich wollte das gerade probieren, aber es ist nicht gegangen. Sie haben jetzt halt hier eine Drossel eingebaut. Glaube ich ist das. Und daraus soll es jetzt gehen. Es geht aber nur, wenn ich ein Steuergerät auf Druck tue. Dann kann ich es ausklappen und alles machen. Egal welches Steuergerät, Hauptsache eins ist auf Druck. Und dann geht's. Das laut Sensing. Das ist glaube ich auch nicht ganz der Sinn von dem Sach. Jetzt weiß ich auch nicht. Das Problem ist, der arbeitet heute nichts, weil ein Donnerstag ist. Der unsinnige Donnerstag. Und wir haben den jetzt heute geholt. Haben wir gesagt, dass er nachstellen soll, dann können wir ihn holen. Jetzt muss ich mal schauen. Morgen wird wahrscheinlich auch nichts arbeiten, so wie ich mir das vorstellen kann. Dann nächste Woche. Falls man es wirklich fahren mag, geht es ja. Zwar nicht so schön, wie ich es gerne hätte, aber es dauert ja gehen. Genau. Nur dann nochmal schauen, dass das richtig geht. Außer geht das nicht anders, das wäre aber auch blöd. Wenn man immer ein Steuergerät auf Druck haben müsste. Ja, ich werde ihn jetzt wieder umdrehen und wieder neu stellen und Halle. Ich weiß nicht, ich schaue mal im Wetterbericht, ob er noch Minus sagt. Weil wenn schon, dann werden wir noch einen Güllrührer draußen aufrühren. Dann kann ich ja morgen da früh vielleicht ein paar Fässer fahren. Mal schauen. Und dann kriegen wir das schon. Ich hoffe mal, dass man es noch beheben kann mit dem Load Sensing, dass das richtig geht. Also jetzt geht das auch schon mal ein Vorteil. Für Baufässer geht das jetzt schon mal auf Dauer, das ist glaube ich nichts. Genau. Dann schaue ich mal, was das Wetter sagt. Dann werde ich vielleicht noch Gülle rühren. Und dann muss da noch Wasser rein, weil sonst geht die Pumpen nicht, wenn da kein Wasser drin ist. Hier in den. Das ist ja das Rohr, wo nach hinten geht, also der Rahmen, da wird die Gülle hinterpumpt ins Fass rein. Und wenn die Pumpe nicht voller Wasser ist und das Rohr, sage ich mal, und der Rahmen, dann pumpt es nicht. Weil die halt nicht so dicht ist, dass die Gülle rauskriegt. Das haben aber alle Pumpen. Alle Güllepumpen haben das ja so. Genau. Das ist ja kein Vakuumfass nicht.
Vakuumfass kann man ganz leer machen. Das macht aber seinen Unterdruck im Fass. Das ist ja kein Problem. Genau, TÜV hat es auch gekriegt, das Fass. Und der Bulldog auch. Da schauen wir jetzt mal, ob man noch Gülliröden oder nicht. Dann hängen wir den am den gleich an. Weil am Glonert schon ist der Kippo angehängt, da müssen wir dann noch Mais, Körnermais holen. Zum Schroten dann. Falls das jetzt nicht geht zum Fahren, weil dann die Leistung abgewinnt, ganz deutlich auf Druck ist, das weiß ich nicht. Dann hängen wir wieder um. Aber jetzt wollte ich schon mal mehr, dass es schon mal einigermaßen geht. Gut, ich schaue mal zum Wetter. Dann schauen wir mal. Güllegrube ist noch 1,5 Meter Platz, also bisschen dazu nicht. Aber wenn das schönes Wetter kommt, dann kann man ein paar Fässer fahren. Ja, was, wenn es jetzt noch 4 Wochen nicht geht oder so, dann braucht es sonst wieder was umfahren. Weil ungefähr um 100 ein Ring ist, 1 Meter. Und so 2-3 Wochen gegangen schon noch nein. Dann war es schon mal praktisch, wenn mal ein Ring raus war oder so, dann hat wieder einiges Platz. Ja, ich habe jetzt den Wetterbericht geschaut. Also, Gülle fahren jetzt nächstes Jahr plus gerade, sagt er. Ich habe mir jetzt wieder nähgestellt, der steht da drüben. Hier im kleinen Johnny ist der Brandner dran, weil wir da Mais holen wollten. Aber da ist hier unten die Bremse fest. Also nicht richtig fest, sondern bloß das Gestänge hängt so ein bisschen. Das Draht sieht zwar, aber dann hängt es immer so ein bisschen. Und jetzt haben wir ein bisschen eingesprüht, da schauen wir, ob es morgen vielleicht leichter geht. Zur Not wollen wir halt die Trommel runter machen. Die Drahtzieher, die ist ja frei, daran scheitert es nicht. Plus dieses Gestängedraht sind ja so schön. Da müssen wir bei den anderen Bremsen auch nochmal schauen, ob sie die alle dran. Ich hoffe mal schon, dass leider keine Schmiernippe nicht dran. Hier auf der Innenseite. Und darum ist die fest worden. Genau. 6810 müssen wir auch noch herstellen. Da habe ich jetzt übrigens, man sieht nichts, Scheinwerfer. Hier, ich kann euch die zeigen. Hier die LED-Scheinwerfer, wo vorne reinkehren. Gibt es ja leider bloß die. Ein bisschen schade, aber gut. Solange sie Licht macht, stört mich das nicht. Es ist aber die Frage, ob wir die hier bei dem nehmen machen, beim 7710 oder beim anderen. Das weiß ich noch nicht ganz, jetzt wird es draußen gleich dunkel, dann schauen wir mal. Einen hat er schon eingebaut, mein Vater drüben, beim 6810, weil er TÜV gehabt hat. Aber mein Vater jetzt gern bei dem drin vorne. Ich weiß es nicht so ganz. Zum Güllefahren macht das schon Sinn, wenn man Licht hat. Aber mit 6810 beim Mahn oder Ackern oder so war Licht auch nicht schlecht. Ich habe schon überlegt, 2 bei dem und 2 beim anderen. Aber das auch schmarrn. Das ist die Frage. Ich werde es wahrscheinlich bei dem hier nicht da. Glaube ich. Aber so ganz entschieden habe ich noch nicht. Wenn ich das mache, dann zeige ich euch das. Ist ja nicht viel da dran, bis auf diese 2 Stecker. Die haben wir leider keinen Halter oder so. Aufpassen, dass wir das gleich hier haben. Ich habe zwar gedacht, die alten, hier ist ein alter. Der, wo nicht mehr geht. Aber ich hätte noch 3, die wo gehen würden. So schaut der Originale aus. Das hinten schaut nach Glas aus. Und die Anlage Zugschweiß, die kann man jetzt Birnl wechseln oder so.
Ich habe überlegt, das am Güllefassel hier zu machen, rechts, links und hinten vielleicht. Drei Stück habe ich ja. Aber da warten wir an, dass dann die Nupsis hier wegrosten. Die dann nicht mehr gehen. Außerdem muss ich dann irgendeinen Halter bauen, weil die haben ja nichts. Und die Wohnergänger haben eigentlich Shots und wegwerfen Money. Darum ist jetzt die Frage, wie man das macht. Das weiß ich noch nicht, das überlege ich mir noch. Wenn ich mir überlegt habe, dann mache ich das. Genau. Der hier kriegt dann auch irgendwann mal LED, wenn die hier nichts mehr taugen. Oder meistens haben wir die alten Scheinwerfer innen, dass sich das Alublech, sage ich jetzt einfach mal, dass sich das löst und dann leuchtet das nicht mehr drin, weil es dunkel ist. Das wird bei denen, denke ich, irgendwann der Fall sein. Und dann kriegt der auch mal neu. Aber solange die noch Gänger kriegt, oder bleiben die alten da roh. Und wo ich die jetzt hier, weiß ich noch nicht. Problem ist, die sind auch wieder teuer. Und irgendwo braucht auch mal Sporn. Genau. Das mit der Bremse macht mein Vater morgen, weil ich muss ja morgen wieder in die Schule. Jetzt muss ich noch lernen. Und dann, weiß ich nicht, wie es mit dem Video ausschaut. Ich glaube, es war es auch mit dem Video wieder. Falls euch das gefallen hat, gebt es gerne da mal nach oben. Und falls ihr noch was wisst, ihr könnt 7710, wie man da was einstellt, könnt ihr das gerne schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Die Kamera ist alles dunkel.